Es war auf jeden Fall ein schwieriges Spiel, Alba, also jetzt spielerisch. Alba ist eine sehr starke Mannschaft, also ich denke in der Oberliga wahrscheinlich mit den Besten und mit ganz vielen NBBL-Spielern dabei. Also die sind sehr stark und werden ein schweres Spiel. Wir haben die ganze Zeit gut mitgehalten. Wir haben sehr gut mitgehalten bis zum letzten Viertel, aber dann zwei, drei Aktionen und meine Spieler haben zu früh aufgegeben. Also wir waren knapp bei minus 5 Punkte und dann die haben einfach aufgegeben, was ich nicht verstehen kann. Und wir müssen halt ein bisschen laufen, glaube ich, am Wochenende, während der Woche. Ja, Saint-Jacques hat heute auch sein Comeback gefeiert, genau, nach der Verletzung. Aber ist noch nicht hundertprozentig. Man merkt schon, dass er immer noch ein bisschen Angst hat mit seiner Hand. Saint-Jacques ist bei 20%, sagen wir mal. Noch nicht ganz. Aber er hat zumindest jetzt auch einen Korbleger gemacht am Ende. Ja. Was vielleicht auch wichtig ist für ihn auch bei diesem besonderen Spiel. Ich hoffe, dass ich ein bisschen Selbstvertrauen habe. Ja, wie läuft es jetzt bei BC Lions, also bei deinen Mannschaften, also allgemein? Die U18, die hat gestern gewonnen, also die sind jetzt gut dabei. Sehr viele Verletzte, sehr viele kranke Leute, aber trotzdem haben die sehr gut gekämpft gestern. Ohne einen großen Spieler haben wir die ganze Zeit, war kein perfektes Spiel, aber kämpferisch sehr stark von den Spielern. Und ja, die U20, die muss ich noch richtig anspielen in der Oberliga. Da fehlt noch sehr viel in der Oberliga, dass wir da die ganze Zeit mithalten. Ich denke, es ist immer, da fehlt immer was, und irgendwas fehlt immer und dann knicken wir in den letzten Viertel immer. Und das ist dann halt so, da fehlt immer irgendwas.